Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost Week in Wildlands. Zusammen mit Dr. T-Style. Hallo, meine Katze spinnt im Hintergrund ein bisschen rum. Und ich werde hier gefangen gehalten. Hilfe, Hilfe. Lass mich hier raus. So fängt eine Folge davon an. Und direkt wieder rein. Wieder, wie kann das einfach raus? Warte, ich will auch mal da rein. Wir waren entdeckt. Okay, töten wir erstmal den Sniper. Hab ihn. Kann ich jetzt hinten rein, bitte? Klappt aus, ey. Guck mal, wie das bei mir aussieht mit dem Totenkopf hinten drin. Eine Zigarre im Maul. Okay. Ab in den Krieg. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Juri und Polito in Kontakt steht. Wir brauchen das Ziel lebend. Verstanden. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Da haben wir gleich die Typen im Rücken. Sagst du und liegst da auf offener Straße. So, wir haben zwei Sniper hier am Start. Nimmst du Nummer 2, ich Nummer 1? Ich glaube, Entscheidung okay. Ist gefallen. Nein. Scheiße. Ja, da kommen sie jetzt von hinten. Ich bin gut down. Komm mal hier runter. Lol. Du fährst. Bist du jetzt erst auf den eingeschießt? Dann schieß mal. Okay, und runter da. Auch Rebell getötet. Perfekt. Kann man die Mauer nicht kaputt machen? Lol. Ups. Ich glaube, wir sollten so nicht da reingehen. Ich habe nämlich zu viele Zivilisten getötet. Eine Karre. Okay, der untere Schalter muss. Du noch im. Ich bin tot. Hauptsache, die kommen dahin, wo ich spawne. Genau. Immer sterben. Wir machen gerade Wipe. Also schaffen wir das nicht. Es kommen immer mehr von den Typen. Einfach irgendeine Karre geklaut und ach du Scheiße. Was? Da stehen ein paar mehr Autos vorne. Hi. Wie gesagt, ich würde sterben. Ich konnte mich noch nicht mal mehr umdrehen, ey. Das ja. Jetzt unbemerkt da rein. Alles wie soll man denn bitte schon unbemerkt da rein? Wir haben jetzt die Scheiße da gekillt. Nö. Ne? Schon wieder mit auslaufen. Der eine Typ unten am Schalter hat mich gesehen, den wir nicht getötet haben. Und warum haben wir die nicht getötet? Weil ich ihn nicht gesehen habe. Deswegen sollen wir jetzt beide ausdrucken. Ich nehme die Drohne. Gürtel hier. Näher. Dann. Druck da. Also rechts, wenn wir hier runterlaufen, rechts
von der Seite, thronst du aus, ich thron links aus. Rechts ist mir recht. Gucken wir jetzt direkt da oben den Sniper. Das ist der Stützpunkt der Unidad. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Juri und Polito in Kontakt steht. Wir brauchen das Ziel lebend. Verstanden. Setze Drohne ein. Kriegst du da hinten den Sniper? Krieg ihn grad nicht. Nein, ich habe ihn nicht gekriegt. Kriegst du den Sniper da oben? Ja, der ist hinter. Der ist hinter der Dings. Krieg ihn nicht abgeschossen. Aber es sind jetzt die Typen da, wir können es schon wieder vergessen. Granate fliegt. Insta down. Steig ein. Komm. Wir sind dann nächstes Jahr da. Lol. Tötest du die Leute? Bitte den Typen, dann können wir das Auto haben. Nein. Ich kann nicht nach vorne zählen. Aua. Deine Beine sind im Arsch. Ich habe auch schon scheißen Dreck gesagt. Also. Das ist meine professionelle Abkürzung. Ich merk's. Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße, genau. Ich hab Scheißdreck gesagt. Ja, 180. Das ist etwas. Was machst du da? Wir sind so viel schneller, kommt mir so vor. Viel schneller. Ich glaube, der hat kein Fahrzeug, sonst würde ich das nehmen. Beide Tobi, die den Traktor zu holen. Wieso hattest du die Idee? Tschüss. Alleine? Es kommt ja kein Fahrzeug. Da sind gerade irgendwie 10 Fahrzeuge an uns vorbeigefahren. Okay. Nein, wo denn? Eines hast du weggerammt. Das halte ich für ein Gerücht. Blöder Penner. Zu mir oder was? Nicht. Ich glaub, zu schießen jetzt. Da war eins Auto. Okay, da sind wir wieder. Zum 263. Mal. So, und jetzt erstmal außen wohnen hier, los geht's. Da ist einer. Da ist einer.
Okay, nochmal ausdrohnen. Drohne fliegt. Ich pack die Drohne aus. Also ich sehe jetzt hier gerade keinen, du? Nein. Nur Zivilisten und der Typ, den wir eigentlich irgendwie holen sollen oder sowas. Keine Ahnung. Verhören. Aber warte, du siehst doch hier die Mauer, ne? Da sind noch so kleine Fensterchen drin, da sind auch welche drin, ne? Da ist zum Beispiel. Wir sind Rebellengefängnis ist da nach vorne. Ja, das gehe ich jetzt holen. Eine Waffe. Sehen ist hier aber gerade keine. Rebellen greifen die Unidad jetzt an. Das bin ich auch mitbekommen. Hab einen gefunden. Ich habe auch schon einen getötet. Da, zwei Stück. Oiga, was soll das? Na was? Soll ich verhören den Typen? Wurde fast entdeckt. Nee, ich wurde entdeckt. Okay, ich habe ihn verhört. Hier ist ein Hammer. Jetzt bin ich down. Da waren auf einmal drei Stück. Ich wollte schon einen wegholen. Ich glaube, ich hätte nicht die Sniper auswählen sollen. Ich brauche aber Hilfe. Ich glaube, ich hätte die andere Waffe nehmen sollen. Jetzt kommen sie auch wieder mit der Autos und alles. Aber Mission ist jetzt fertig, ne? Gut. Ja, ja, die Mission ist durch. Na, passt das eigentlich? Was gibt's denn hier noch? Irgendwas Kleines? Ne. Ein Dokument habe ich geholt. Das
könntest mich auch mal wiederholen. Ich liege hier tot. Kann nichts machen. Ja, wie lange hast du noch? 11, 10, 9, 8. Hab ich nicht. 3, 2, 1. Du Monster! Ja, ich bin auch down. Läuft. Im Kampf getötet. Hätte ich jetzt mit Facecam, könnte ich die Katze in der Facecam halten und dann für die Views. Ja, mach doch Facecam an. Ich habe keine. Ich auch nicht. Das habe ich gesehen. Hey, komm mal her, ich hab ein Paket für dich. Ich hab einen Freund. Er ist mein neuer Freund. Oh, kann ich den ins Bein schießen? Nein, lass meinen Freund in Ruhe, bitte. Ich nehme ihn sogar mit. Lol. Okay, los fahren wir. Neuer Freund. Okay, ich fahre. Wie ich den einfach mitnehme. Ja, wir haben das Haustier. Okay, mal die nächste Mission. Es gibt gerade keine. Außer die unten halt, aber ich würde sagen, die würden wir in der nächsten Folge machen. Es sind schon wieder ein paar Minuten um, ne? Ja, dann holen wir noch da vorne das blaue Teil. Markier das mal vor uns ungefähr. Ungefähr heißt das. Das ist links oben über uns. Ja, ich versuche vor dem zu fahren. Ich glaube, oh, der geil. Typ hat Angst, aber er sitzt doch neben so einer hübschen Lady. Da sollte man doch keine Angst haben. Nein, er hat keine Angst, er ist mein Freund. Ha! Geil! Deswegen hält er sich den Kopf zu und winselt. Ja. Ah, ist klar. Macht er immer. Das macht er immer. Kommen wir da hoch? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es nie erfahren. Ein Heli wäre jetzt besser. Oder du versuchst einfach mit dem Auto zu fliegen. Es geht auch. Und erstmal hier alles platt machen. So eine schöne Landschaft, alles voll mit Bäumen, Büschen und sonstiges. Weg damit, brauchen wir nicht. Natur, wie geht's? Ich nehme mit meinem neuen Freund nämlich jetzt die Let's Plays auf. Okay, da bin ich raus. Guck hier, er kommt wieder mit. Kann ich den auch? Du kennst doch das Sprichwort. Wenn dir das liegt. Autsch. Das sind ein paar Gegner. Komm gleich wieder, Mann. Ich lach, wenn der abhaut. Aber ich brauch Hilfe. Zu down? Ja, weil da kommen Gegner. LOL! Ich glaube, es ist auch dein Freund weg. Total Prof, ich hab gerade zwei weg. Ja. Zwei weggesniped. Den wollte ich gerade. Noch einen. Noch einen. Ja, jetzt muss er sich genau dann bewegen, wenn ich schieße. Hab ihn. Waren das alle? Ich denke doch. Oh, vorerst. Ja, ich muss das Flugzeug noch wegbringen. So. Ja, das machen wir auch noch schnell. Ich fliege, du nicht. Kannst du es nämlich nicht? Das ist eine Auszeichnung. Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Aber das Flugzeug muss heile ankommen. Wir lassen dann dürfen wir beide das ja nicht fliegen. Nachschub findet. Sie können uns später danken. Oh, mir. Ah, hier. Munition, yeah. Und hier ist noch mehr.
Na, schub die vor. Ja, das hab ich. Das hab ich. Da vorne ist noch ein Upgrade. Hast du das schon geholt? Ich hab das da vorne schon geholt, ja. Hab mich schon mal ins Flugzeug gesetzt. Jetzt kann ich hier mal gucken. Ich kann Sachen machen. Was gibt's denn hier? Ich brauche den für den Fallschirm. 505, ich habe davon 400. Okay, das wird ein Fallschirm vorerst nichts. Schon wieder nur Accessories. Aufnäher. Okay, wird gutes freigeschalten, habe ich gerade irgendwie nicht. Okay, und start. Warum ist das so schnell? Jawoll! Was ist das für ein Turbo, Digga? Eine elegante Wendung. Da gibt's 2000 plus Treibstoff, geil. Also bring das da mal heil hin, du. Hindu. Ich ja, weiß, war nicht witzig. Natürlich. Nice. Du hast das Schwein aufgeschreckt. Ich glaube, das war es jetzt aber wirklich mit der Folge. Du hast es anmoderiert, jetzt kannst du auch abmoderieren. Viel Spaß. Das sollte eigentlich nur ein Spaß sein, da ich ein bisschen nach unten fliege, dann direkt wieder hoch. Nein, das stimmt. Ja. Ja. Mach eine Abmoderation, sonst mache ich das. Okay, wieder eine chaotische Folge vorbei. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut bei Dr. Tiesler vorbei. Ich streiche mich schön durchs Gesicht noch. Tschüss. Ha! Geil!